Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge LS25. Da sind wir wieder am Start auf unserem Hof, auf dem wir ja letztes Mal alles soweit abgeerntet und verkauft haben, was wir hatten. Dementsprechend jetzt wieder ein bisschen Kohle auf dem Konto. Und die werden wir nutzen, um den Hof ein bisschen umzustrukturieren. Beziehungsweise will ich hier zumindest die beiden Felder zusammenlegen. Einmal das kleine hier und das große, damit ich aus dem kleinen auch eine Wiese machen. Also werden wir uns einen Flug holen müssen und das Feld hier werden wir dann wieder für die Hühner vorbereiten, damit wir da das Futter haben. Also wieder Weizen anpflanzen. Müssen wir allerdings grubbern, denn die Direktsaatmaschine mit dem Grubber ist ja immer noch buggy, der grubbert gar nichts. Dementsprechend werde ich mir jetzt erstmal einen Helfer engagieren und dann können wir nämlich hier uns um die Felder kümmern. Aber für den Helfer brauchen wir natürlich auch hier schöne Fahrzeuge, deshalb mal eben schauen. Ja, ich nehme mal den 200er, miete ich mal eben. Alter, warum ist der so teuer? 4000? Achso, warte mal. Den einen zu hoch, glaube ich. So, kostet nur 3, weil das müsste eigentlich reichen. Und da holen wir uns dann noch den entsprechenden Grubber zu. Nämlich einfach den hier. Dann kann der sich darum kümmern. Da habe ich nämlich jetzt dann keine Zeit für. Einmal mieten, auch das haben wir erledigt und dann miete ich mir schon mal nämlich auch einen Flug, weil damit müssen wir dann unser Feld zusammenlegen. Ich nehme mal hier so einen kleineren mit 2,5 Meter, das müsste für mich erstmal reichen hier, ist dann auch nicht so teuer und wir sollten damit eigentlich auskommen. Ich fahre schon mal zum Händler hin mit dem Trecker hier, denn den brauchen wir ja da auf jeden Fall auch. Dann können wir hier schon mal den Flug direkt auch ankoppeln. Einmal rückwärts dran und uns das Ding schnappen. Aber bevor wir den dann dahin fahren, fahren wir jetzt erstmal hier unseren anderen Traktor dahin und lassen den Helfer da schon mal das Feld grubbern, denn dann können wir uns in Ruhe um den Rest kümmern. Eigentlich müssen wir auch noch die Wiese rein theoretisch mähen, weil die ist schon wieder mähbereit. Mache ich aber, glaube ich, nach dem Pflügen. Vor dem Pflügen wäre eigentlich sinnvoller, da nochmal drüber zu gehen, falls wir da irgendwas kaputt grubbern, pflügen, aber ich will eigentlich gar nicht so viel da pflügen, ne? Ja. Ja. Ich muss zwar das Gras nochmal machen, ey. Aber machen wir danach, glaube ich. Erstmal kann unser Helfer hier schön drüber grubbern. Deshalb machen wir den mal kurz an. KI-Helfer, ich gehe mal hier auf eine Stufe tiefer, weil sonst haben wir da häufig das Problem, dass der da ein bisschen rumspinnt und dann irgendwelche Lücken lässt. Das können wir nicht gebrauchen, also Helfer rein. Er kann hier das Feld grubbern und wir holen uns den Flug auf den Hof. Eigentlich würde ich auch gerne das Feld hier mit dazu nehmen, aber ich glaube, das ist zu teuer, oder? Ja, müssen wir nachher nochmal schauen. Wäre natürlich geil, wenn wir das auch kriegen würden. Aber wir fliegen jetzt erstmal den einen Feldweg hier weg, dass uns der nicht mehr hier im Weg ist. So, oder? Dann gehen wir hier ran. Zack. Einmal rückwärts, versuche ich halbwegs hier mit einem geraden Dings hinzubekommen. Aber dort werden wir sehen, ob das funktioniert. Wir aktivieren mal eben hier, dass der Felder erstellen kann, denn das wollen wir ja. Dadurch, dass wir hier den Weg wegmachen. So, ich habe den Flug auch schon gedreht. Mal eben gucken, dass wir hier ungefähr. Oh ne, warte, bleib da. Wir wollen dich senken. Und dann flügen wir hier den Rand einmal weg. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dass wir hier den Weg uns komplett wegziehen. So, einmal hier ein bisschen weiter ins Gras reinziehen, dass wir hier eine Übergangslinie haben. Auf das kleine Grasding, da können wir verzichten. Dann sieht das nämlich hier hinten schon mal ganz okay aus mit der Gerade. Und wir können hier dann noch den mittleren Teil einmal wegflügen. So. Ja, ja, sehr gut. Bisschen am Gras zu überstehen. Dass wir auch sicher sind, dass da die Felder verbunden sind und da kein Überschall entsteht. Auf die geringe Ernte können wir verzichten. So bleiben wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite und ziehen wir vorne noch eine gerade Linie rein. Und dann sieht es eigentlich schon ganz gut aus hier, unser zusammengelegtes Feld. Ich glaube, ich mache da hinten die Ecke auch noch mit. Zumindest da hinten Richtung Fluss. Weil dann können wir die Wiese halt auch düngen und kriegen halt da dann noch ein bisschen mehr Ertrag raus am Ende. Wird sich wahrscheinlich lohnen. Ich flüge direkt das ganze Feld hier mit. Wir müssen eh den Rand hier mitnehmen. Und der Rest, der müsste eh gegrubbert werden, bevor wir das aussehen.
Also flügen wir einfach hier einmal drüber. Der Helfer hat das andere Feld auch schon fertig. Das heißt, das könnten wir eigentlich auch schon für die Einsatz vorbereiten. Oder können wir eigentlich auch den Helfer eben machen lassen, während wir hier noch am Arbeiten sind. Denn das Feld gegrubbert hat er. Und wir können jetzt hier dann einsehen. Eine Saatmaschine hatten wir nicht, ne? Müssten wir auch nochmal mieten. Aber ich glaube, ich habe noch Saatgut da hinten und Dünger. Boah, habe ich noch Dünger? Müssen wir mal eben gucken, weil wir eh immer Händler sind. Nicht, dass wir da gleich so wenig haben. Ja, Dünger haben wir auch noch. Also Dünger müsste reichen. Müssen wir gucken, wie viel Saatgut wir hier drin haben. Ob das noch reicht fürs Feld. 589 Liter. Könnten wir zur Not noch eins dazu kaufen, würde ich sagen. Aber erstmal natürlich wieder eine Saatmaschine. Palette Saatgut auch noch hier. Das müssen wir natürlich kaufen. Saatmaschine habe ich geliehen. Und gleichzeitig können wir auch schon mal das eine Grubber-Dings hier zurückgeben. Denn den brauchen wir nicht mehr. Haben wir hier. Einmal zurückgeben bitte. Jawohl. Und dann können wir nämlich mit dem Fahrzeug hier eben wieder zum Händler düsen. Und alles abholen, was wir da noch gemietet haben. Dann machen wir nämlich gleich bei dem Feld da weiter. Und flügen das noch eben um. Und dann können wir da nämlich auch direkt mit der Saatmaschine, die wir uns jetzt geliehen haben, auch das Gras einsehen. Das ist ja kein Problem. Hier machen wir da Getreide rein, damit die Hühner da versorgt sind. Die werden ja sicherlich auch... Boah, ich weiß gar nicht, ob die auskommen mit dem Futter, was wir jetzt haben, bis zur nächsten Ernte. Denn Weizen und das ganze Getreide wächst ja auch schon mal relativ lange, ne? Ich glaube, so 7 Monate Weizen ist schon eine lange Zeit. Ein halbes Jahr, was wir überbrücken müssen. Solange wir noch keine größeren Felder und größeren Erträge haben. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Weizen im Hänger. Der müsste noch etwas reichen. Aber ja, die Hühner fressen auch gut weit weg. Oh, diesmal fahre ich hier keinen. Ist gar nichts los auf den Straßen. Alle schon zu Hause oder was? 18 Uhr, alle Feierabend, alle was am Essen. Na gut, ich habe noch keinen Feierabend, denn ein Bauer, der arbeitet immer. Ne? So ist es doch bei den Bauern. So, wir hängen das Ding hier an. Und füllen einmal auf. Kann man hier schon, ja, ne? Weizen nehmen wir direkt mit. Ah, guck mal, so viel passt gar nicht rein in die Maschine hier. Aber ist egal, wir haben ja noch 500 auf dem Hof stehen. Das können wir noch auffüllen. Und dann halt den Dünger noch rein. Dann haben wir direkt schon mal gedüngt. Danach müssten wir noch walzen und striegeln. Das Feld ist ja dann auch schon mal erledigt. Das ist ja wirklich das Gute bei der Wiese, ne? Da hat man echt entschieden weniger Arbeit mit. Die ganzen Arbeitsschritte. Gedüngt haben wir die eine Wiese schon, klar, wir müssen die andere gleich noch ansehen. Ich überlege, ob wir auch einfach warten, bis die dann fertig gewachsen ist, bevor wir ernten. Allerdings, wenn wir ernten würden, dann könnten wir schon da fast den zweiten Schnitt bei der anderen auch mitmachen, ne? Ist ja logisch. Na gut, vielleicht leihen wir uns gleich mal noch so ein Mähwerk und ernten auch die Wiese oder mähen die da. Dass wir die schon mal wieder zu Ballen machen können, denn jeder Schnitt, auch in dem Zustand jetzt, hat uns ja ungefähr 20.000 gegeben, oder? Mit dem Kleinfeld dann noch etwas mehr. Ich glaube, 25.000 haben wir bekommen gehabt ungefähr. Hätten wir da vielleicht so 30 bis ja, 35 vielleicht nicht, aber wir steigern uns langsam, wenn da noch das andere Feld dazu kommt. Das große, was wir auf der linken Seite haben, da müssen wir mal nach dem Preis gucken, denn ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, nicht mehr so weit entfernt von dem Geld, was wir haben. Müssten wir vielleicht auch nochmal ein paar Aufträge machen, werden wir eh bald wieder müssen, wenn wir hier fertig sind mit unserem Hof soweit. Aber noch einmal hier genug Arbeit. So, KI-Helfer. Achso, warte mal, Dünger brauchen wir noch, ne? Bevor wir hier anfangen, Freunde. Dünger habe ich nämlich hinten auf dem Hof. Der muss auch noch rein, sonst wird das hier nichts. Dann müssen wir nämlich hier doppelt düngen. Das wollen wir nicht. Wir wollen schön unseren Dünger benutzen, den wir haben. Dafür habe ich extra hier den Düngertank auch nachgerüstet bei dem Ding. So, einmal hier wieder auffüllen. Hallo, da bin ich. Danke. Perfekt. Oh, da geht aber echt gar nichts rein. 530 Liter. Ich hoffe, das reicht. Aber normalerweise, wenn wir den Helfer da sagen, ich habe deaktiviert das den Nachkauf, weil das wird immer teuer. Dementsprechend müsste es aber gehen, wenn er sagt, glaube ich, wenn leer ist, ne? Dann können wir den wieder auffüllen. So, ich fahre mal hier ran. Aktiviert den Helfer. Weizen lassen wir einfach mal jetzt. Dann haben wir das nämlich im Hänger schon. Wir aktivieren wieder unseren Helfer hier. Ich stelle wieder auf 1 kleiner, damit da keine Lücken entstehen. Achso, nicht ganz Vorgewände. Ne, warte mal. Da machen wir wenig. Hier wollte ich hin. So, Vorgewände aber auch bearbeiten.
Und dann Helfer, let's go. Und wir flügen wieder. Mit unserem Flugi. Warte, wenn ich aus dem Feld rausgehe. Ich will es nicht noch mehr weiter vergrößern. Wir wollen nur unser Feld hier noch einebnen. Die Saatmaschine können wir auch super benutzen, um hier gleich noch das Gras anzusehen. Jetzt haben wir sie eh einmal geliehen. Macht ja dann Sinn. Vielleicht, dass das Feld dann hier eh schon geflügt und gegrubbert ist. Ja, ich verstehe aber nicht, dass dieser Hotfix nicht kommt für den für die Direktsaatmaschine mit dem eingebauten Grubber. Weil bisher kam an Hotfixes noch gar nichts so richtig, oder? Na, ich glaube, die Maschine auf jeden Fall noch buggy. Deshalb hat die auch so die Hagelschäden zum Beispiel da vorne nicht entfernt. Und wir müssen sie einmal mit einem normalen Grubber oder aber hier jetzt mit einem Flug wegmachen, weil der Grubber an der Maschine nicht geht. Müssen wir einen Arbeitsschritt mehr machen, hilft alles nichts. Ich hoffe, dass es irgendwann aber bald auch mal behoben wird, dass wir nur noch die Direktsaatmaschine mit dem Grubber nutzen können. So, fertig geflügt das Feld. Ich glaube, mein Helfer ist noch nicht fertig mit der Aussaat. Das heißt, wir müssen mal gucken, was wir hier jetzt anstellen können. Naja, das hat er noch nicht. Perfekt. Okay, dann müssen wir noch warten, bis er da fertig ist. Ich muss aber mal gucken, ob die Felder hier eventuell jetzt Kalk benötigen oder sonst was. Denn da müssten wir dann auch nochmal nachhelfen, bevor wir hier... Ja, ich habe es mir gedacht, dass die Ränder zumindest den Kalk benötigen. Dafür ist natürlich extra so einen Streuer da holen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir wollen die Wiese ja, wenn dann auch richtig anlegen, ne? Da müssen wir einmal über die Ränder halt drüber kalken. Ich glaube, Kalk an sich habe ich noch etwas stehen, aber ich glaube auch nicht mehr allzu viel. Frage ist, ob wir uns den nicht sogar mal kaufen. 45.000 würde es kosten, aber halt im Allein geht auch nicht. Und den werden wir auch häufiger brauchen, weil wir noch düngen müssen wir eh regelmäßig. Deshalb macht es fast Sinn, für mich den jetzt, glaube ich, mal zu investieren. Und den zu holen, denn wir haben das Geld eh gerade über. Und wie gesagt, die 45.000, ja, ist halt... Oh, guck mal, hier ist, glaube ich, auch noch Kalk, oder? Was ist das hier, was hier steht? Oh, was haben wir hier? Ja, das ist zumindest nochmal 1.800 Liter Kalk. Und das hier ist auch nochmal Dünger, aber... Oh, 0 Liter. Ist das buggy, oder was? Gehen die Paletten nicht weg, wenn die leer sind? Weiß ich nicht. Und ich glaube, da haben wir auch noch Kalk, ne? Ja, da steht auf jeden Fall eine Palette. Mal eben gucken, wie viel da drin ist. Das checken wir aus, denn hier haben wir 520 Liter. Ich glaube, für die kleine Fläche reicht sogar erstmal. Im Zweifel müssten wir eh beim Bauernmarkt den Kalk kaufen gehen und nicht beim Händler selbst. Aber ich glaube, wenn wir hier fertig sind, dann können wir hier auch walzen und striegeln, wie es aussieht. Denn der hier ist, glaube ich, auch in den letzten Zügen. Ich meine, ist auch vollkommen Ordnung, wenn wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Geld ausgeben, da wir ja auch den Winter wieder auf uns zukommt haben, wo wir dann wahrscheinlich wieder ein paar Holzaufträge machen werden, einfach um Cash zu machen. Das ist, glaube ich, das sinnvollste und schnell verdientes Geld und gutes verdientes Geld, vor allem von den ganzen Aufträgen, die wir hier machen können. Insofern werden wir dann auch wieder Geld reinbekommen. Und wenn wir dann erstmal das Gras haben, dann geht es da eh, alle zwei Monate, glaube ich, können wir ernten, ne? Ich habe auch saisonalen Anbau jetzt ausgemacht. Hatte ich euch ja in den Kommentaren gefragt. Ich habe gesagt, ja, ist okay. Mach aus. Hauptsache, die Folgen kommen weiter. Dann brauchen wir nicht mal diesen Winter da über warten, nichts tunend und so weiter. Dementsprechend, ja, werden wir da öfter auch ernten können bei dem Gras, was wir jetzt ansehen. Und haben dann da, glaube ich, dann ja auch noch guten Ertrag über den Winter, wenn wir da uns drum kümmern kommen mit den ganzen Silageballen. Und ich glaube, wenn wir dann ein bisschen Kohle verdient haben, würde ich auch fast in die Schafe gehen, oder? Ich glaube, da mache ich mir da so eine Schafweide hin. Weil Kühe ist natürlich klar auch mein Ziel. Ich hätte gerne am Ende den automatischen Kuhstall. Allerdings ist ja noch ein weiter Weg, vor allem mit dem Geld. Aber Schafe auch immer sehr pflegeleicht, vor allem mit dem Gras, was wir dann haben, weil das fressen sie logischerweise. Da können wir einfach ein paar Ballen reinwerfen. Und dann haben sie da, sind sie da versorgt, brauchen kein Wasser, kein gar nichts und machen halt gut Wolle oder Ziegen. Ne? Ziegen können wir auch für die Milch einfach, weil Ziegenmilch ist auch actually ganz gut. Wolle vielleicht interessant, wenn man die weiterverarbeitet, aber Ziegenmilch gibt auch an sich schon gut Kohle. Haben wir zumindest auch auf einem Multiplayer-Server und da sind sie eigentlich echt ganz gut. Das ist immer der Vorteil auf dem Multiplayer-Server, der läuft natürlich auch, wenn man nicht da ist, ne?
Und dementsprechend hat man da dann auch, wenn man online kommt, direkt mal genug Ziegenmilch zu verkaufen. Das ist natürlich im Singleplayer dann etwas anders, aber ja, wie gesagt, die Monate hier, wenn wir jetzt den Winter zum Beispiel spielen, kann man die Ziegenmilch auch nebenbei produzieren. Das ist mal ganz gut, wenn man irgendwie so ein paar Passiveinkommen hat, wie mit den Hühnern, mit den Ziegen, die halt sehr pflegeleicht sind und wo wir auch vor allen Dingen die ganzen benötigten Produkte selber anbauen können, wo wir nichts nachkaufen müssen. Bei den Hühnern eben der Weizen, bei den Ziegen das Gras. Dann kommen wir damit, glaube ich, ganz gut aus. So, wir haben das Ding gekalkt, soweit nötig. Können es aus einem hier zwischenparken. Und der Helfer hat dankbarerweise auch hier schon mal das Sehen beendet. Das heißt, ich werde mir jetzt die Saatmaschine schnappen und auf das Grasfeld gehen und werde da Gras ansehen und werde den hier in der Zeit schon mal walzen lassen, würde ich sagen. Dazu hole ich mir eine Walze, die müssen wir uns natürlich wieder mieten. Keine Frage. So, haben wir auch wieder. Dann kann der sich mir auch schon mal um das Feld hier weiter kümmern, während wir da weiter mit dem anderen Feld machen. Das war ganz geil, ne? Dass man ja echt diese KI-Helfer hat, die mittlerweile auch echt ganz gut zu meinem 25er, um hier den Arbeitsprozess ein bisschen zu erleichtern und vor allen Dingen auch zu verschnellern, indem der schon mal Sachen machen kann, während man andere Sachen macht. So, weiter walzen hier, mein Freund. Das machst du schon für mich. Sehr gut. Abfahrt und wir können dann hier unser Gras ansehen, dass wir da dann auch das Wachstum hinkriegen. So, einmal Gras bitte hier ankoppeln. Dünger müsste ja noch drin sein, Saatgut eigentlich auch. Hoffentlich reicht es für das Feld da vorne, aber das wird schon. Dann können wir ja auch das noch walzen, müssen wir ja auch noch erledigen. Ne? Ist eigentlich ganz gut, dass wir das eine Feld da machen, denn wir brauchen ja alles auch noch hier auf dem Feld, sowohl das Walzen als auch logischerweise das Striegeln danach, weil wir hier kein Unkraut in der Wiese haben. So soll es ja nicht sein. So, warte, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier halbwegs auch die Ecke damit erwischen, die wir da weggeflücht haben. Jetzt würde ich einmal mitnehmen. Einmal bitte senken und anschalten. Achso, nee, warte, aber nicht Weizen, mein Freund. Nicht Weizen, ey. Das wäre es hier fast gewesen. Wir wollen natürlich Gras, oder war schon Gras haben. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Einmal hier. Mal so eine kleine Lücke, oder ist da schon Gras? Irgendwie wird das da weggemacht, ne? Aber egal. Müssen wir jetzt durch. Der hätte generell so eine kleine Lücke gelassen. Kann das sein? Aber ich habe die doch extra zusammengelegt, die Felder. Warum ist hier so ein kleiner Überstand entstanden? Hätte ich noch weiter reinflügen müssen? Ist vielleicht zwischen den Feldern hier noch was gewesen, weil ich nicht gesehen habe? Sieht fast so aus, ne? Ah, ätzend. Ätzend. Aber was ist, wenn ich einen Helfer hier aktiv auf dem Feld? Gibt der mir dann das ganze Feld? Ne, guck mal, da zeige ich mir das ganze Feld an, ohne Probleme. Hm. Okay, dann weiß ich auch nicht, vielleicht irgendwie Übergangsfehler, mit dem wir leben müssen. Oder ich hätte einfach weiter reinflügen müssen. Oder wir hätten einfach das, am Ende hätten vielleicht einfach das ganze Feld komplett flügen sollen. Aber ich will jetzt auch das eine Gras nicht wegflügen. Weiß nicht, was da genau das Problem war. Guck mal, hier zum Beispiel der Übergang. Ja, wir hätten vielleicht einfach da 2 Meter reinflügen sollen, ne? Das wäre vielleicht das Smarteste gewesen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Pech gehabt. Müssen wir mit zurechtkommen. Der Helfer ist auch einfach viel schneller als ich. Der ist schon wieder fertig mit seinem Walzen. Aber gut, er hat auch eine krassere Arbeitsbreite. Und bei den kleinen Feldern dann ist das natürlich schnell erledigt. Dementsprechend müssen wir da mal eben eingreifen. Wie gesagt, die Walze lassen wir erstmal hier stehen. Aber wir holen uns gleichzeitig jetzt auch mal einen Striegel eben. Boah, ich hole einfach den günstigen, ne? 6 Meter. Ich meine, der ist natürlich super schnell und geil. Aber, ja, wobei, was kostet denn der Miete? Ja, okay, komm, wir kaufen einfach den hier, weil der so ultra geil ist. Dann mieten wir den einmal. Wir brauchen ihn eh fürs andere Feld auch noch, sind wir da auch schneller fertig. Was soll's? Einmal ab zum Händler und den Striegel noch holen. Dort wird hier alles erledigt bekommen. Ist dann auch der letzte Arbeitsschritt vorerst, denn düngen können wir dann erst wieder in der
nächsten Wachstumsstufe, indem ich sie auch einfach die Querfeldeinstrecke, ne? Einfach durch die fremden Felder heizen. Man kennt es als Bauer. Macht man immer. Damit man den Nachbar auch mal ärgert. Striegel schnell angekoppelt. Und dann geht's auch schon wieder zurück zum Hof. Damit wir den hier zum Einsatz bekommen. Oh, schon mal direkt ausklappen, das Ding hier. Zeit ist Geld. Und dann lassen wir den hier wieder mal lochen. Denn das wird richtig schnell erledigt sein. Wahrscheinlich sogar noch, bevor ich da fertig bin mit meiner Aussaat. Einmal hier auch nochmal ein kleiner stellen. Vorgewende an, okay. Und Abfahrt. Elfer fährt. Und wir sehen weiter hier mit unserem Ding. Lass mal da auch das Feld hier fertig bekommen. Und haben heute wieder gut was geschafft, auf jeden Fall. Mit der Felderweiterung hier, mit der Feldvergrößerung der Wiese. Oh, ist ausgegangen, oder was? Perfekt. Müssen wir auch anmachen, wa? Denn sonst wird hier gar nichts gesät. Einmal bitte an das Ding. Aber jetzt gesenkt ist schon, ne? Okay, ist nur aus gewesen. Dann kein Problem. Dann machen wir das an. Oh, jetzt habe ich die Ecke ausgelassen. Die holen wir gleich nach. Und sehen hier unser restliches Gras fix auf die kommende Wiese. Ja, Elfer ist fertig. Das sehen wir schon. Aber ich auch gleich. Hab hier noch ein, zwei Bahnen, die ich fahren muss. Und dann sind wir da auch schon durch mit dem guten Feld hier. Zumindest was die Aussaat betrifft. Und dann auch fast mit dem ganzen Feld. Haben wir eigentlich auch alles, was wir letztes Mal verdient haben, die 60.000 da, haben wir schon wieder ausgegeben, ne? Aber gut, wir haben jetzt auch wenigstens einen Düngerstreuer, den brauchen wir eh zwangsläufig irgendwann. Insofern langsam auch den Fuhrpark hier erweitern. Dann brauchen wir nicht immer alles ausleihen. Ist auch immer nervig mit Holen, dies, das, Ananas. Und so haben wir ja hier dann zumindest schon mal eins der wichtigen Gefährte oder Anhänger auf dem Hof stehen. So, ich mache jetzt hier noch die kleine Ecke dicht und ich glaube, da vorne ist noch eine kleine Ecke, die wir ja gerade geskippt hatten. Die nehmen wir auch. So, komm hier. Zack, ist die Lücke hier eigentlich auch noch links. Ja. Ja. Und ich glaube, hier war auch noch so eine kleine coole, ne? Da vorne. Ah, da vorne auch. Ja, hier dürfen keine Lücken sein, das muss hier schon ordentlich gemacht werden, ne? Nicht, dass hinterher sagt, das ist aber nicht ordentlich. Wir machen hier alles ganz ordentlich, wie es geht. Ja, der Übergang, der nervt mich ein bisschen. Hätte man nochmal durchfliegen müssen, ne? Aber gut. Machst du nix. Wir haben fertig gesät. Können damit die Saatmaschine eigentlich zurückgeben, weil die brauchen wir nicht mehr. Und genau, dann haben wir den Striegel. Wir können den Trecker zurückgeben. Den brauchen wir auch nicht mehr. Mit dem Helfer. Da gucken wir mal eben, ja, den können wir zurückgeben. Wir können doch, Saatmaschine können wir zurückgeben. Genau, perfekt. Und den Rest lassen wir nochmal kurz stehen für meine Arbeiten, die ich hier machen muss. So, gewalzt haben wir das Ding auch. Boah, Passivbreite hier. Ja. Aber ganz knappes Ding. Warte, ich gebe direkt zurück, weil brauchen wir eh nicht mehr. Die Walze. Hallo, bitte speichern Sie das Ding hier. Ne, Striegel nicht, den brauchen wir noch, aber die Walze nicht. Und dann holen wir uns noch den Striegel zu guter Letzt. Denn auch das muss natürlich erledigt werden, dass wir hier noch das Unkraut runterholen. Das soll ja da nicht wachsen auf unserer schönen Blumenwiese. So, mit dem jetzt hier auch ratzfatz, weil damit fährt der Trecker richtig schnell. Das ist immer richtig geil. Da macht's Bock mitzuarbeiten. So, wir senken das Ding mal eben ab. Und dann düsen wir hier drüber. Da sehen wir, wie fix das geht. Das geht hier wirklich ratzfatz. Und dann haben wir das auch gleich hier erledigt. Ich finde es ein bisschen schwierig, hier natürlich jetzt zu erkennen, wo man schon gewesen ist. Gerade ohne den KI-Helfer, weil wir den jetzt hier auf dem Feld nicht aktivieren können. Da der das ganze Feld dann erkennt. Aber das war jetzt hier. Ja, ein bisschen Freestyle machen. Ich werde mir das an den Reifenspuren oder so irgendwie zurechtrücken, damit ich hier hoffentlich alles erwische, was es zu erwischen gibt. Lieber ein bisschen enger fahren als eigentlich nötig. Aber dann sollte das ungefähr hinhauen am Ende mit unserem Unkraut. Denn hier ändert sich an dem Boden wirklich gar nichts, ne? Wenn ich das richtig sehe, bleibt das einfach alles gleich aussehend. Ja, aber mit dem Fahrsprung geht das schon.
Da haben wir, glaube ich, einen guten Überblick über unser Geschehen hier. Und können einmal alles wegstriegeln, was wir hier an Unkraut auf dem Feld haben. So, ich glaube, hier noch eine Bahn und dann ja, ziehen wir noch eine in durch die Mitte. Da müsste aber eigentlich fast reichen, oder? Wenn ich hier jetzt noch eine durchziehe. Ja, ja. Das reicht easy. Von der Spannbreite her. Und dann ist das nämlich hier auch alles soweit erledigt. Sehr gut. Gestriegelt haben wir. Wir geben also auch unseren Striegel jetzt zurück. Damit haben wir nichts Geliehenes mehr auf dem Hof. Und das fällt hier, ja, sieht gut aus. Gedüngt haben wir natürlich noch nur eine Stufe. Wie gesagt, müssen wir dann in der nächsten Wachstumsstufe erledigen. Genauso wie auf dem Weizenfeld. Aber Düngersteuer haben wir uns ja jetzt gekauft. Und das ist dann kein Problem, wenn wir dann im nächsten Monat einmal düngen. Sehr gut. Da haben wir heute einiges geschafft. Unseren Hof hier ein bisschen angepasst. Die Felder neu bestellt. Die Wiese erweitert. Und dann können wir uns für heute verabschieden. Das soll es gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.